Was kaufe ich denn? Was kaufe ich denn? Ah ne, ich wollte noch hier irgendwas holen. Stomp. Genau. Der ist gut, glaube ich. Dann ballert der erst einen nach unten. Oder wie sah das aus? So, genau. R, T und B. Ah ne, klar. Gut. Schauen, wie der geht. I killed him. You took his amulet. It's useless. It only responds to Dante. He gave it to him. Remember? He was always her favorite. You know that. The way she admired his impulsiveness, how he followed his heart. You should find her. Show her what you've done. Finish what you've started. Ich kenne hier schon das ganze Level. Oh, die Harpchen. Shotgun wäre jetzt nice. Oh, da kann ich eigentlich gleich mal. Ah Mann, ich will immer noch den Doppelsprung machen. RT. Hey, ist doch immer das gleiche, oder? Achso, zweimal. Ah, okay. Also erst macht er diesen Schuss nach unten. Der fliegt ja schon wieder runter. So, jetzt einmal. Oh. Ja, genau. Und der wartet da unten, oder was? Ey, ich komme hier echt nicht klar, irgendwie. Ich meine, das sind jetzt echt keine anspruchsvollen Gegner. Vielleicht soll ich diesen, dieses Rumteleportieren mit dem Schwert hier mal ein bisschen öfter machen. Klar. Oh, leck mich doch, ey. Ah, ich bin ja auch auf den Dicken gespannt, der da schon die ganze Zeit rumläuft. Schreit. Don't worry, Mother. Your nightmares will soon be over. Das klingt ja gut. Ist jetzt eine meine eigene Mutter töten, oder was? Oh, das hole ich mir. Oh. Das da? Kann man sich noch hochziehen? Von wo denn? Falls man da vorbeifällt? Oh ja. Ey, was ist das für ein Kack, Mann? Unglaublich. Die kleinste Lücke, die es da wieder gibt. Okay. Wieder wild rumteleportiert. Und irgendwie ist alles schräg. Da. Oh, das sind aber
jetzt die anderen, oder? Also die aus den letzten Leveln von dem normalen Devil May Cry. Die haben doch diese komischen gebogenen Schwerter hier, die schwarzen. Die machen dann auch diesen Feuerangriff immer auf der Erde. Boah. Da, genau. Den meinte ich. Was ist denn da los? Können wir nicht teleportieren oder was? Also, geht doch. Bam. Und bam. Sehr gut. Das ist mal komisch, das geht voll hektisch. Sobald der auch nur annähernd kaputt ist, kommt sofort die nächste. Ach, er ist schon wieder hier. Weg. Ah, der nervt mich aber hier, wenn der so immer da drin ist. Irgendwie kann ich nicht treffen, weil ich ihn jedes Mal erstmal vorher mit den Schwertern anballern muss. Komm her. Ah. Bleib noch. Da schießt er jetzt wieder auf die anderen, ey, der Vogel. Mann. Ey, was ist das? Ich stirb jetzt mal. So. Ah, noch zwei. Genau. Mann. Aber wenn gleich noch einer mit der Säge kommt, dann ist da ist wieder alles gelaufen. So, die sind schon mal weg. Sehr gut. Bleibt nur noch er. Fertig. Gott sei Dank. Okay, dann gibt es wieder was zum Eintauschen. Einen habe ich sogar. Aber jetzt mache ich mal das normale Yamato. Ich mache mal den hier, den mache ich eh am öftesten. Am öftesten? Sagt man das so? Am meisten? Ja, den normalen. Items. Ich hatte, glaube ich, nur 900. Da brauche ich schon 1500. Schätze ich jetzt einfach mal. Oh, Moment. Da lang oder hier lang? Hm. Ey, leck mich doch. Ja, schieß nicht drauf, ist klar. Ja, genau. Mir fehlt mein Doppelsprung. Und jetzt? Ah, da. Oh yeah. Ah, ein Stern, schade. Gedacht, so ein Fragmentteilchen. Jetzt bleibt er an so einem beschissenen Stein hängen. Ich gehe kaputt. Achso. Mann. So, dann bitte dahin. Alter! Weißt du was für den Kack? Nehme ich jetzt echt den blöden Stern, den ich gerade genommen habe. Redet zwar weniger Punkte, aber was soll's. Ätzend. Ha. Okay.
Das wäre mal super versteckt gewesen. Yeah. Fertig der aussieht. Ah, hier, schön da mit den Schwertern rein, Junge, jetzt. Kommst mir gerade recht hier. Ha, weg ist er. Den Devil Trigger finde ich fast besser als den von Dante. Weil er so passiv ist. Aber... Wo einer mit der Kettensäge... Mann. Da wird nicht nur einer bleiben. Shotgun. Ich hätte gerne Shotgun. Ach, er wieder. Kann er hier gegenlaufen? Obwohl, jetzt war eh egal. Da müsste ich vielleicht nochmal ein bisschen was Effektiveres finden. Wenn es dann da was gibt. Warte, mach mal den hier. Hä? Okay. Scheiße. Ja, genau. Komm, Digga. Ah. Ah, nicht aufgeladen. So, lauf nochmal gegen die Wand. Hier bin ich. Kann ich auch da durch? Cool. Ah, nein. Und... Zack. Zerteilt. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wenn der mit den beiden Sägen auch kommt. Also auch der Dicke davon. Moment, wo komme ich da denn hin? Ah. Nee, hä? Komme ich da raus, wenn ich da reingehe in das Portal? Ich denke schon. Probier's einfach mal. Also wenn der mit der Säge, da kommen diese zwei Rotorblättern. Der ging ja echt easy mit den Faustwaffen, oder? Mit den schönen Reinchargen und so. Das war ja ziemlich easy. Da wollte ich dann auch eine neue Taktik wahrscheinlich. Wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt bin ich aber nicht da, wo ich gerade die Seele gesehen habe. Naja. Egal. Was ist denn das für ein Level? Oh. Jetzt. Mal zu früh, oder? Okay. Klar, klar. Noch einer. Wow. Immer erst schön die Kleinen in der Luft wegmachen. Die dann nicht von hinten immer draufballern. Sehr gut. Ah, der ist schon gut. Darf nur nicht immer. Ich drücke immer Y automatisch. Da so im Fight mit einer Luft. Dann macht er mal diesen anderen Angriff. Oh, der war nice. Und jetzt den hinterher und BAM! Also der Virgil hat auf jeden Fall richtig coole Luftangriffe, da muss man echt sagen. Das hatte der Dante, also fand ich zumindest nicht so drauf. Doppel-S. Oh nein, wieder zwei von denen. Yeah. Ja, so langsam geht's ein bisschen besser. Oh, scheiße. Enrage. Oh, oh.
Aber ich sehe nicht. Ich höre ihn nur. Das ist immer schlecht. Oh. Gerade noch so. Nein. Verdammt. Voll reingerannt. Zack. Okay, also die Luftkombos sind auf jeden Fall geil. Die soll ich mal ein bisschen öfter machen. Schön ein bisschen drauf prügeln, hochschlagen. Oh, jetzt bin ich hier bei der Seele. Ah, warte mal. Komm ich da hoch? Na. Ah, verdammte Axt. Ich hätte so gerne einen Doppelsprung. Das ist echt ätzend. So, darüber. Okay. Da ist nix. Von einem Tor ins nächste. Aha. Geh doch erstmal da lang, oder? Oh. Nein! Ach mein Gott. Hier war ich ja gerade. Okay, das war jetzt wohl, glaube ich, nicht so weit. Nee. Gott sei Dank. Okay, also jetzt hier lang, oder? Ja. Stimmt, da bin ich eben unten hergekommen. Hier hat man aber auch gar keine Orientierung, finde ich. Immer dieses Hin- und Her-Geporte, dann auch alles upside down. Oh, 2000 Devil Trigger? Nee. Nee, ich habe das... Der Devil Trigger lädt sich hier verdammt schnell auf, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich habe ihn ja eben erst, glaube ich, benutzt, aber... Oh, sieht schon wieder nach Fight aus? Natürlich. Ach, sie ist auch dabei. Bäm. Oh, Moment. Den hier? Nein. Mal, wo ist sie jetzt? Da hinten. Hör auf zu schreien, verdammt nochmal. Ja, toll. Der war richtig gut. Mann, jetzt mache ich immer zwischendurch den Falschen wieder. Komm her. So. Noch einer hier? Oh. Was habe ich da gerade gehört? Das ist wieder so ein... Ja, klar. Ein Pain-Typ. Oh, da ist noch einer. Mann. Ey. Ich hasse das, wenn ich solche Gegner nicht treffen kann, einfach. Klar. So, der muss jetzt erstmal weg, ja, dass ich mich auf die Zeug konzentrieren kann da. So. Oh, der eine ist schon fast down. Gut. Sehr gut. Zack, weg. Oh, und die Witch dazu. Boah. Aber ich glaube, jetzt mache ich... Scheiße. Wollte ich gerade sagen, mache ich erst den Krähenfuzzi hier. Jetzt hat er da das Schild drauf. Wow. Ey, Alter, ich bin doch voll weit weg schon. So. Jetzt zu dir, Fuzzi. Oh, Moment. Hoffentlich treffe ich.
Oh, war schon wieder ein bisschen knapp. Ich habe schon viel Energie verloren hier. Oh, jetzt kommt aber bestimmt der Dicke auch noch. Verdammt. Ich habe schon so einen blöden Stern hier genommen. Ja, erstmal gucken. Ja, okay. Imprisoner. Hey, you! Leave her alone! Die Haare von der Alten sehen total komisch aus. Ah, ich glaube, ja, da lassen wir erstmal drauf gehen. Gucken, was so ab kann hier, der Kollege. Oh, Was macht denn der hier für blöde Dinger da? Boah, weg, weg. Mann. Ist recht. So, hier gleich die. Ah, ist doch nicht so schwer. Boah, an dem Zeug verliere ich Energie, oder was? Das ist nochmal ätzend. Wollen den hochschlagen? Klar, natürlich nicht. Aber der ist, glaube ich, ne, der. Ey. Oh, die Dinger sind aber echt nervig, ey. Was ist das jetzt? Alter. Was kaputt machen? Tatsächlich. Ach, das war's schon. Oh, dann ist es bestimmt nur ein normaler Gegner. So schwer war der jetzt nicht. Auch wenn ich mich blöd angestellt habe. I'm so glad you're here. I thought I would never see you again. Virgil? Virgil? What's happened? He's dead. How? It was me. What? I killed him. You killed him? How could you? He was your brother. He was your favorite. I could never be like him. Always waiting in his shadow, always second best. Well, not anymore. But I always loved you equally. You saved me from this, to break my heart. Why? Look at me, Virgil. I'm here to say goodbye. What have you become? We gave you power, and you used it to kill. After everything we taught you. Everything you taught me was wrong. All you gave me was power, nothing else. I brought you into this world, gave you love. Doesn't that mean anything to you? Where's your heart? I no longer have one, Mother. No. Virgil! Goodbye. Please! Don't leave me! Virgil! Alter, die hat ja mal eine richtig ätzende Stimme. Da hat das Budget wohl nicht mehr gereicht für eine ordentliche Synchro. Schon wieder ein C-Ranking. Ah, okay. Ein Tod und ein Item.